Ja, Freunde, herzlich willkommen hier wieder Boomer81 mit einer neuen Mod-Vorstellung für Landwirtschaftssimulator 15 und hier der lang ersehnte Krone LKW mit Aufbau. Ja, die Zugmaschine gibt es ja schon ein bisschen länger und hier den Krone Aufbau, aber die Texturen sind hier ein bisschen verschwommen und das LKW-Führhaus habe ich in Blau gewählt. Das ist wieder so Multicolor-Sache. Entweder in Standard oder in eurer Lieblingsfarbe. Bei mir ist es Blau. Jeder andere kann seine Wunschfarbe wählen, wie er möchte. Und hier seht ihr schon die Reifen wieder detailgetreu nachempfunden. Hat Schriftzug vielleicht auch, keine Ahnung. Aber sehr gut rausgearbeitet. Leider sind die Reifen besser gemoddet wie der Aufbau. Na gut, wir steigen mal ein in den schönen, was haben wir denn eigentlich? Einen MAN. So, wir gucken uns auch mal innen ein bisschen um. Wir haben kein IC verbaut, leider, leider. Aber hier schaut es eigentlich recht gut aufgeräumt aus. Und die Texturen sind akzeptabel. So, wir starten die Motoren. Auch nicht so überdreht. Wir haben zwei lenkbare Vorderachsen. Und wir können vielleicht eventuell hinten auch was dranhängen. Daher habe ich ja die Sachen hier bereitgestellt, dass man hier auch mal zeigen kann, ob der mehrere Sachen anhängen kann. So, wir machen uns auf den Weg Richtung Hof und schauen mal, was denn die Maschine so macht. Ja, die Anzeigen bewegen sich innen drin. KMH-Anzeige geht nach oben und wir bremsen nicht und er hält die Spur, das finde ich schon mal sehr gut. Mit 60 km/h durch die Ortschaft. Also man darf hier nicht zu schnell werden. Da kommen wir hier gleich mal ein bisschen ins Schlingern, das habe ich gerade gemerkt, weil natürlich der hintere Anhänger natürlich von hinten drückt. Daher koppeln wir den mal aus. Gucken mal, was er denn auf der schönen Geraden bringt. Und daher können wir gleich mal die Rundumleuchten testen. Die Blinker gehen nur oben, unten, aber nicht oben. Also die haben da bloß aus oben drauf gesetzt. Die haben bloß praktisch einen LKW genommen und hinten den Krone drauf gesetzt wegen die Blinker. Ja, okay. Aber ein guter Einfall, warum nicht? Das ist eine sehr gute vielleicht Erleichterung für den einen oder anderen, der wo gern auf Abtanken mit LKW steht. 75 km/h schnell, ist auch in Ordnung. Die Bremsen reagieren auch sofort. Wenn wir jetzt Allrad reintun, dann müsste er eigentlich richtig gut handelbar sein. So, wir haben den Allrad drin. Ihr seht schon, der lässt sich schön besser fahren. So, da haben wir natürlich auch einen Raschplatz. Da machen wir gleich mal ein bisschen rasch hier. Wie schon gesagt, man kann hier auch an den LKW verschiedene Anhänger dran bauen. Hier habt ihr zum Beispiel den MAN Krone als Zugmaschine oder als Komplettpaket. Und dazu gibt es auch die passenden Anhänger. So, die Anhänger wollte ich euch gar nicht vorenthalten und euch mal zeigen. Man kann zum Beispiel hier den kleinen Anhänger wählen. Die kleinen Anhänger wählen, ja, mit 76.000 natürlich für die Zugmaschine. Oder natürlich für den hinteren Anhänger den SXA 76, den SXA 43 und den SXA 53. Könnt ihr euch hinten dranhängen. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Niesanfall. Huch.
Dafür entschuldige mich recht herzlich bei euch. Ich hoffe, dass es euch nicht unangenehm war gerade. Aber ich muss die Aufnahme leider abbrechen, so leid wie man es tut. Ja, guckt euch den Mod an. Schaut auf Twitch TV / Boomer81 bei mir vorbei. Fragt nach den Mods, ich erkläre euch das gern. Bis dann, euer Boomi. Tschüss.